Gut, wir gehen in die medizinische Richtung. Aufbruch ins Unbekannte, ärztliche Herausforderung. Es kommt jetzt Dr. Johanna Schauerberg, Allgemeinmedizinerin, Obfrau von Health for Future Austria und Dr. Heinz Fuchsig, Obmann Stellvertreter ebenfalls von Health for Future und von der österreichischen Ärztekammer, vom Umweltreferat. Es gibt einen Überblick über die wichtigsten direkten und indirekten Gesundheitsfolgen der Klimakrise. Vielen Dank. Ja, Aufbruch ins Unbekannte. Wir haben jetzt schon einige Gesundheitsfolgen kurz angerissen, Hitze, infektiöse Erkrankungen. Und worauf ich jetzt eingehen möchte, ist eigentlich der Weg. Wie kommen wir vom Klimafaktor zur Gesundheitsfolge? Das ist keine leichte Aufgabe. Das ist nämlich ein unglaublich breites Feld und ich habe nur ein paar Minuten. Und unser lieber Moderator hat vorher schon gesagt, boah, das ist der ambitionierteste Zeitplan, den er je gesehen hat. Eine Kollegin von mir hat das mal sehr treffend formuliert, wie das ist, die Gesundheitsfolgen des Klimawandels in ein paar Minuten zu packen. Es ist ungefähr so, als würde man versuchen, einen Elefanten in eine Nussschale zu zwängen. Das heißt, was ich jetzt mache, ist, ich selektioniere ein paar Erkrankungen heraus. Das heißt, ich kann nicht die volle Breite abbilden und werde auf die ein bisschen genauer eingehen. Und das, was ich auch versuchen werde herauszuarbeiten, ist ein bisschen, was wissen wir jetzt wirklich ziemlich genau schwarz auf weiß und wo sind wir noch im Graubereich, wo wissen wir es nicht so genau. Was man grundsätzlich unterscheiden muss bei den Gesundheitsfolgen, sind einerseits die direkten versus die indirekten. Das ist die direkten Gesundheitsfolgen, das sind alles, was unmittelbar zum Beispiel durch ein Extremwetterereignis hervorgerufen wird. Beispielsweise Hitzewelle, hitzebedingte Erkrankung. Indirekte Gesundheitsfolgen, da gibt es immer ein paar Umwege. Beispiel, es gibt eine Überschwemmung, Häuser werden überschwemmt. Danach bilden sich in Kellern und Wohnräumen Schimmel. Und die Schimmelsporen können dann wiederum Allergien und Atemwegserkrankungen verursachen. Jetzt starten wir mal mit dem am häufigsten besprochenen, starten wir mit der Hitze. Bei der Hitze ist ganz wichtig zu beachten, das ist vorher schon kurz angesprochen worden, es geht nicht nur um die Umgebungstemperatur als solche, also um die Lufttemperatur, sondern wir haben, wenn wir auf die Auswirkungen auf den menschlichen Körper, wenn wir die betrachten, muss man immer die Kombinationswirkung aus der Lufttemperatur plus der Strahlung, sei es jetzt Sonnenstrahlung, kann aber auch mal die Strahlung aus einem Heizkörper heraus sein, plus die Luftbewegungen, heißt wie viel Wind habe ich, und die Luftfeuchtigkeit betrachten. Also alle diese vier Faktoren machen das, was wirklich dann auf den Körper wirkt. Das wird gemessen als sogenannte Wet Globe Bubble Temperature. Und macht es natürlich viel, viel schwieriger, spezifische Szenarien herauszuarbeiten. So, wie ist das jetzt im Körper? Wir als Körper sind ein sehr koordinierter Haufen Zellen. Und die konstante Körpertemperatur brauchen wir hauptsächlich, damit wir diese Zellfunktionen aufrechterhalten können. Das heißt, die Zellmembranen sind darauf angewiesen in ihrer Funktion, dass es ungefähr die gleiche Temperatur hat. Proteine, dass sie ihre Form behalten, sind darauf angewiesen, dass es ungefähr die gleiche Temperatur hat. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann verformen sich zum Beispiel die Proteine. Bei Säugetieren, da gehören wir ja als Menschen auch dazu, startet das irgendwo bei einer Temperatur zwischen 40 und 45 Grad. Jetzt wird es eben wieder komplizierter, kommt aber auch darauf zum Beispiel an, wie trainiert ein Mensch ist. Das heißt, Hochleistungssportler können in der Situation der Hochleistung Körpertemperaturen von 40,5 Grad erreichen oder noch etwas höher. Und trotzdem haben sie keinen Hitzeschaden. So, wie wird der Körper jetzt seine Hitze eigentlich los? Das geht über physikalische Prozesse. Das heißt, wir sind ein Körper in einer Umgebung. Wir können verdunsten, heißt primär mal schwitzen, beziehungsweise über die Atemwege, über die Feuchtigkeit in den Atemwegen Temperatur abgeben. Wir können Wärme leiten. Also wenn ich zum Beispiel als warmer Körper mich gegen einen kalten Stein lehne, kommt es zu einem Transfer
warmer Körper zu kaltem Körper, heißt Stein, kann Wärme abgeben. Es gibt die Konvektion, das ist zum Beispiel für die Atemwege relevant, das heißt, innerhalb von Flüssigkeiten oder Gasen steigt aufgrund der Dichteveränderungen zum Beispiel warme Luft auf, in den Atemwegen ist das der Fall, oder ich kann Hitze abstrahlen. Das erklärt aber auch, warum ich 4 Faktoren berücksichtigen muss, wenn ich über die Auswirkungen der Umgebung, also der Umgebung, über die meteorologischen Auswirkungen der Umgebung auf den Menschen rede, weil zum Beispiel, wenn die Lufttemperatur zu hoch ist, dann kann der Körper ja noch gegenarbeiten und sagen, ich schwitze jetzt mehr. Gerade wenn ich noch ein bisschen Luftbewegung drinnen habe, dann kann ich einfach mehr verdunsten, kann Hitze noch abgeben. Problematisch wird es dann, wenn die Feuchtigkeit noch steigt, weil irgendwann wird das Schwitzen ineffizient. Und ab dem Zeitpunkt, wo es da zum Kippen kommt, dass diese 4 Faktoren mit dem, was der Körper eigentlich machen kann, nicht mehr zusammenpasst, nimmt irgendwann der Körper aus der Umgebung mehr Temperatur auf. Und dann beginnt unsere Körpertemperatur zu steigen. Die Körperkerntemperatur ist relevant. Und wenn die gewisse Grenzen, eben wie gesagt, ab 40 Grad wird es kritisch, wenn die überschritten werden, dann kriegen die Zellen ein Problem und es kann zu Zellschäden und zu Zelltod führen. Und irgendwann funktioniert halt bei einer gewissen Anzahl an Zellschäden der ganze Körper nicht mehr. So, um das mal kurz zusammenzufassen. Was macht jetzt der Mensch als Gegenregulation? Er kann über Verhaltensmaßnahmen arbeiten und er kann physiologische Veränderungen, also innerhalb des Körpers, produzieren. Das heißt, gehen wir mal auf die Seite, da habe ich versucht, die zusammenzufassen, was so der Körper selber macht. Schwitzen habe ich jetzt schon mehrfach angesprochen. Schwitzen ist unglaublich effizient. Wir haben kein Fell. Das ist super. Wir können so gut schwitzen wie kaum ein anderes Tier auf dem Planeten. Wir können unsere Blutgefäße weiterstellen. Das heißt, dadurch kommt auch mehr Blutvolumen vom Inneren nach außen. Die Abstrahlung funktioniert besser. Und was wir auch machen, das fällt uns meistens nur auf, wenn es kalt wird, aber nicht so, wenn es warm wird. Wir legen unsere Haare an. Weil dadurch haben wir dann weniger Luft, die uns isoliert zwischen den Haaren und unserer unmittelbaren Körperoberfläche. Das heißt, wir merken es eher, wenn uns kalt wird und wir kriegen eine Gänsehaut, dann stellen wir auf. So, das, was aber auch besonders wichtig ist, ist das, was wir vom Verhalten her tun können. Und das ist natürlich auch alles, was wir, wenn es um Anpassungsmaßnahmen geht, bewusst verstärken können. Das sind jetzt ganz banale Sachen, wie zum Beispiel, wir ziehen uns mal die Jacke aus. Dann kriegen wir auch mehr Hitze nach außen. Das heißt, wir gehen in Schatten. Wir erhöhen die Luftzirkulation, damit wir besser schwitzen können. Oder wir fühlen uns zum Beispiel was Kaltes zu. Das hilft einfach alles. Aus dieser Folie heraus ergeben sich aber auch die vulnerablen Gruppen. Das heißt, alle Personen, die irgendwo in diesem Bereich nicht so gut anpassungsfähig sind, sind vulnerabel. Sei es jetzt zum Beispiel, dass es Personen sind, die aus unterschiedlichen Gründen Verhaltensmaßnahmen nicht durchführen können. Ich denke zum Beispiel an Leute, die mit Disabilities zum Beispiel, die irgendwie ein Problem haben, dann sich selbstständig in den Schatten zu bewegen. Oder auch zum Beispiel bei Kindern, haben noch nicht diese Regulation, dass sie sich denken, boah, mir ist heiß, ich ziehe mich jetzt aus. Ältere Personen denken sich zum Beispiel auch an Demenzerkrankte. Aber auch diese Gruppe sind häufig die Personen, die dann auf der anderen Seite ein Problem haben. Zum Beispiel eben die Thermoregulation, die im Körper stattfindet, wird einfach mit zunehmendem Alter schlechter. Es funktioniert nicht mehr so gut. Kinder sind beim Schwitzen einfach noch nicht so gut. Und da haben wir dann auch da spielen dann eben auch folgende Faktoren eine Rolle, wenn man es jetzt sagen auf die Bevölkerungsebene blickt. Wir haben eine zunehmend alternde Gesellschaft. Wir haben eine zunehmende Urbanisierung. Das heißt, wir halten uns zunehmend mehr in Gebieten auf, wo dann zum Beispiel die Gebäude mehr strahlen, wo der Boden, der Asphalt mehr strahlt, wo die Luftbewegung nicht so groß ist. Und wir haben zunehmend mehr Personen mit nicht übertragbaren Erkrankungen, beispielsweise Bluthochdruck. Bluthochdruck ist blöd.
weil Bluthochdruck, gerade wenn ich dann noch Medikamente dazu nehme, dann hemmen die mir die Medikamente unter Umständen, wie das mit den, dass ich da so selbstständig meine Blutgefäße auf weiterstelle und enger stelle. Und dann wird es schwierig. Und das ist das, was wir aber zum Beispiel auch als Gesundheitspersonal beeinflussen können. Wir können uns nämlich überlegen, wie wir unseren Patienten Medikamente verschreiben und dosieren. Und wir können sie im Auge behalten und sagen, messt bitte in der Hitzewelle einfach häufiger den Blutdruck, wenn wir wissen, dass das nicht so gut funktioniert. So, jetzt kommen wir zu den Schwarz-auf-Weiß-Zahlen. Wir hatten im Sommer 2022 in der Hitzewelle in Europa mehr als 61.000 hitzebezogene Todesfälle. 61.000. Nur in Europa. Vor circa einer Woche ist der neue Lancet Countdown Report erschienen. Der Lancet Countdown versucht sozusagen zu monitieren, wie entwickeln sich die Interaktion aus Gesundheit und dem, was wir so politisch tun, welche Maßnahmen wir setzen, haben wir da überhaupt eine Chance, da irgendwie dagegen zu arbeiten, an mehreren Faktoren. Das ist nur ganz grob zusammengefasst. Und einer dieser Faktoren, den Sie sich anschauen, ist zum Beispiel die Hitzemortalität der über 65-Jährigen. Und Hitze ist insofern was Besonderes, weil da sind wir nämlich in der Attribution Science, das heißt in dem Herausrechnen, was ist der Anteil des Klimawandels an dem Gesamtfaktor, schon ziemlich weit. Sie werden nachher noch sehen, es wird jetzt dann immer weiter grau auf meinen Folien, weil wir wissen, da wird es immer ein bisschen ungenauer. Und Sie haben eben ausgerechnet, jetzt Vergleichszeitraum 1991 zu 2000 versus 2013 bis 2022, das heißt innerhalb von 30 Jahren, haben wir eine Zunahme der hitzeassoziierten Mortalität bei den über 65-Jährigen von 85% innerhalb von 30 Jahren. Wenn es den Klimawandel nicht gäbe, wären wir aufgrund von alternder Gesellschaft, Urbanisierung, nicht übertragbare Erkrankungen, nur bei 38%. Das heißt, es ist ein deutlicher Unterschied. Es geht aber nicht immer nur um Todesfälle, es geht einfach darum, dass wir alle immer von Hitze betroffen sind. Und den Faktor berechnen Sie so, dass Sie den Verlust an potenziellen Arbeitsstunden berechnen. Und im Jahr 2022 hatten wir einen Verlust von potenziellen Arbeitsstunden aufgrund von Hitze von 490 Milliarden Stunden. Das ist gigantisch. Wir sind momentan noch bei den historischen Zahlen. Ganz zum Schluss komme ich dann kurz was zu den Zukunftsprognosen vom Lancet Countdown. Jetzt habe ich herausgefunden, wie man nach hinten spult. Gut. Nächstes Feld, die infektiösen Erkrankungen. Schon gut, kurz angesprochen. Da müssen wir uns vor allem mit drei Bereichen befassen. Das eine sind die wasserbezogenen Erkrankungen, wie Viren zum Beispiel. Das nächste sind die Infektionskrankheiten, die nahrungsmittelbezogen sind. Da geht es beispielsweise um verschlechterte Lagerung, Salmonellen zum Beispiel, aufgrund von Hitze. Schwierigere Lagerungsbedingungen. Und das, was uns sehr beschäftigt, sind die vektorgebundenen Erkrankungen. Jetzt möchte ich gleich ein Beispiel mit Österreich Bezug bringen, weil das wird uns auch beschäftigen. Wie hängt die FSME mit dem Klimawandel zusammen? Klimawandel, Veränderung der Umweltbedingungen, führt bei unserem häufigsten Baum, der Buche, zu einer vermehrten Anzahl an Mastjahren. Mastjahre sind die Jahre, wo die Buchen besonders viele Buchackern produzieren. Heißt, Baum hat Stress, will sich fortpflanzen, sagt, ich muss möglichst viel Nachwuchs produzieren und ich produziere jetzt möglichst viele Früchte, die sich möglichst weit verbreiten, damit es möglichst viel in Zukunft von mir mehr Bäume gibt. Ganz plakativ gesagt. So. Buchen sind aber eine unglaublich gute Nahrungsquelle, gerade im Winter, für Mäuse. Die Mäuse wiederum sind das Reservoir der FSME. Das heißt, immer nach einem Buchenmastjahr habe ich danach eine größere Mäusepopulation. Und die Mäuse wiederum sind ganz wichtig für die Zecken.
weil gerade die kleinen Nagetiere, also die Zecke, die durchläuft ja mehrere Stadien. Die ist mal ein Ei, dann wird sie eine Larve, dann wird sie eine Nymphe, dann zum Schluss ein altgedultes Tier. Und das ist eigentlich erst das, was dann uns als Mensch zwickt. Die muss jedes Mal eine Blut, wenn sie einen, von einem Stadium ins nächste wechselt, muss sie einmal eine Blutmahlzeit zu sich nehmen. Und da suchen sie sich, je weiter sie in diesem Prozess gehen, suchen sie sich immer größere Tiere. Aber ganz am Anfang sind sie mal bei den Kleinnagern, eben zum Beispiel bei den Mäusen. Heißt, Zecke beißt dann eine von diesen Mäusen, die dann zusätzlich noch überlebt hat, weil es so viele Buchakern gegeben hat, holt sich dort die FSME, entwickelt sich weiter und dann als adultes Tier, damit sie dann genug Protein hat für die Eiablage, beißt sie dann uns. Mensch, wir sind eigentlich Fehlwirte, aber das ist denen ja egal. Und so kommt es dazu, dass der Klimawandel die Anzahl der FSME-Fälle auch in Österreich mit beeinflusst. Ich will jetzt das Kapitel infektiöse Erkrankungen nicht abschließen, bevor ich nicht zum gefährlichsten Tier auf unserem Planeten komme, eigentlich abgesehen vom Menschen das tödlichste Tier für uns Menschen, das Moskito. Die Stechmücke. Und da wird's nämlich jetzt, da kommen wir jetzt schon in den Bereich, wo es viel komplizierter wird, weil was wir ziemlich genau wissen in Bezug auf den Klimawandel ist, dass drei Faktoren, die vom Klimawandel beeinflusst werden, die Populationen der Mücken und damit auch die Erkrankungen, die durch Mücken übertragen werden, beeinflusst. Das eine ist die Lufttemperatur. Mücken, also Stechmücken, sind ektotrope Tiere, wechselwarme. Das heißt, die sind in ihrer Körpertemperatur von dem abhängig, wie die Temperatur draußen ist. Und folglich auch in ihrem Metabolismus von dem abhängig, wie die Lufttemperatur draußen ist. Das heißt, die Temperatur, die Umgebungstemperatur ist entscheidend dafür, wie sich eine Stechmücke entwickelt. Aber auch dafür, wie sich das Pathogen, also der Krankheitserreger, in der Stechmücke selber entwickeln kann. Und was auch die Temperatur beeinflusst, ist das Stechverhalten. Das heißt, wie viele Stechen, also die Stechrate sozusagen, wie viele potenzielle Wirte werden von der Mücke gestochen. Ein weiterer Faktor ist der Niederschlag. Das heißt, die Stechmücken brauchen, damit sie sich entwickeln, also sagen wir mal fast alle, weil es gibt derzeit ungefähr 3800 bekannte Stechmücken und die sind natürlich alle ein bisschen unterschiedlich. Aber die brauchen für die ersten Stadien ihrer Entwicklung, brauchen die üblicherweise Wasser. Am besten flache, stehende Gewässer, wo sie sich vom Ei zur Larve entwickeln können. Wenn die dann schlüpft, ist sie dann als Moskito und kann dann wieder rumfliegen. Das heißt, die Entwicklung wird vom Niederschlag, von der Entwicklung von flachen, zum Beispiel ebenso Pfützen sind super für Stechmücken, beeinflusst. Und der dritte Faktor ist die Luftfeuchtigkeit, weil die Luftfeuchtigkeit einerseits das Überleben von Moskitos beeinflusst und andererseits auch ihr Flugverhalten. Wo es jetzt komplizierter wird, ist, wie wirken all diese Faktoren zusammen? Und dann ist vor allem, wenn es darum um die Epidemiologie von vektorgebundenen, also von moskitogebundenen Erkrankungen geht, sind sozioökonomische Faktoren unglaublich wichtig. Und Landnutzung ist unglaublich wichtig, heißt Sachen wie Landwirtschaft, wie Urbanisierung, Faktoren wie Handelsrouten zum Beispiel. Und all diese zusammen ergeben im Endeffekt, dass wir ein bisschen in einem Graubereich sind von den Prognosen her, wie sich das jetzt wirklich entwickelt, weil in den Modellierungen immer nur auf ein paar Faktoren eingegangen werden kann, aber nie das volle Spektrum abgebildet werden kann. Der Lancet Countdown bezieht sich jetzt eben auf zwei Faktoren in seinen Modellierungen. Das eine ist eben die Temperatur und das andere ist der Niederschlag. Und jetzt eben auch wieder aus dem neuen Lancet Countdown, die werden jetzt noch häufiger kommen, Vergleich. Zeitraum 1951 bis 60 versus 2013 bis 2022. Die schauen sich an die Basistransmissionszahl. Das heißt, die schauen sich an, wie viel
neue Erkrankungen bekomme ich aus einer Primärinfektion? Also wie viel wird, wenn ich eine Primärinfektion habe, wie viele werden dann im nächsten Schritt als Sekundärinfektionen entwickeln sich daraus? Und das in dem Fall ist es die relative, weil sie vergleichen Zeiträume. Und die haben festgestellt, dass nur in diesem kurzen Zeitraum sich bei Denguefieber zum Beispiel für Aedes aegypti sich ein Plus von 28,6% ergibt. Aedes albopictus 27,7% und bei den anderen Arboviren ist auch ähnlich, da Zika, Aedes aegypti plus 31,9%, Aedes albopictus plus 27,7%. Das heißt, insgesamt das Transmissionspotenzial steigt einfach an. Zum Vergleich, was wissen wir für Österreich? Aedes albopictus ist für uns deswegen so interessant, kann ungefähr 20 verschiedene Erkrankungen übertragen und hat einfach ein sehr hohes Übertragungspotenzial. Nicht alle Mücken sind da gleich und Aedes albopictus ist einfach sehr potent. Deswegen so der Fokus auf diese Mücke. Die erste Mal dokumentiert haben wir sie erst 2012 in Tirol und im Burgenland. Danach noch mehrmals entlang der Inntal-Autobahn. Man muss allerdings davon ausgehen, dass das wahrscheinlich eingetragene Mücken waren über Transportwege. Die haben noch keine vollen Populationen gebildet. Es hat sich aber inzwischen geändert, weil inzwischen haben wir in der Leopoldstadt in Wien 2020 in einem Kleingarten die Mücken nachweisen können. Und das Gleiche gilt auch für Graz, ein Kleingarten. Und das heißt, dort hat sich die Mücke offensichtlich schon festgesetzt und bildet Populationen, die hier auch überwintern. Einzelfälle für Niederösterreich, das Burgenland und Vorarlberg, wie haben wir inzwischen auch schon. Das heißt, das ist was wir im Auge behalten müssen. Und hier, Side Note, wenn Sie gerne jedes Albopictus mit der Agis zusammen im Auge behalten möchten, melden Sie sich an für Mosquito Alert und fotografieren Sie Mücken, einfach damit wir das Monitoring mit unterstützen. Weil das wäre sehr wichtig für uns, auch als Ärzte, weil wir werden in Zukunft diese Krankungen, also die Frage, waren Sie in den Tropen, wird in Zukunft einfach nicht mehr ausreichend sein, um auszuschließen, dass gewisse Erkrankungen bei uns vorkommen. Nächster Bereich, Allergien. Allergien, da habe ich jetzt gleich einmal schon von vornherein so einen schönen grauen Rahmen rundherum gegeben, weil das ist unglaublich multifaktoriell bedingt und das ist einfach wirklich schwierig, daraus zu rechnen, wie alle Faktoren miteinander zusammenspielen. Ich versuche es so einfach wie möglich zu machen, was wir jetzt wirklich wissen. Also das Einzige, was wir wissen, ist einfach insgesamt Gräser und Pollen, die Konzentration in der Luft nimmt zu. Wahrscheinlich auch dadurch, dass einfach Pflanzen sind gestresst, produzieren mehr. Auswirkung der steigenden Temperaturen. Ein anderer Faktor ist aber das CO2 selber in der Luft, das wahrscheinlich bekannteste Treibhausgas. Weil CO2 selbst ein natürlicher Dünger ist für die Pflanzen, damit sie schneller wachsen und dann auch mehr Pollen produzieren. Vor allem für CO2-sensible Pflanzen. Das heißt, besonders Arten, die gerne CO2 haben, sind folglich auch die, die sich jetzt vermehrt ausbreiten. Das heißt, wir sehen einfach, wenn man den Pollenkalender anschaut, der Pollenflug, die Pollensaison hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich ausgedehnt. Also wir beginnen schon viel, viel früher und enden viel, viel später. Wir haben eigentlich inzwischen auch in Österreich fast das gesamte Jahr über Pollenflug. Noch ein wichtiger Faktor, Luftverschmutzung über mehrere Wege. Das eine ist, dass die Luftverschmutzung auf die Pflanzen wirkt und sie potenziell dazu anregt, aggressiveren Pollen zu bilden. Das nächste ist, dass diese zum Beispiel Dieselruß gerne ein Carrier ist, also ein Trägerstoff, der dann hilft, das Allergen bis in die Lunge hineinzutragen. Dritter Faktor ist, Luftverschmutzung schadet unseren Atemwegen, kann zu chronischen Entzündungsprozessen fühlen und macht dort die Schleimhäute durchlässiger. Das heißt, auch die Sensibilisierung sozusagen, wenn ein Allergen daherkommt, die Auswirkungen sind einfach dann größer. Und all das zusammen wirkt dann noch mit den meteorologischen Faktoren. Jetzt will ich ganz kurz ein besonderes Phänomen ansprechen, und zwar das sogenannte Gewitterasthma. Das heißt, man weiß inzwischen, dass gewisse
jetzt wird es echt schon knapp. Ich beeile mich, bin fast am Ende. Dass gewisse meteorologische Bedingungen mit einem Pollenflug zusammenwirken können und dann epidemische Anfälle von Atemwegsbeschwerden bei sensibilisierten Personen auslösen können. Ich habe das Slide jetzt zur Hälfte grau gefärbt, weil gerade wenn es darum geht, wie diese genauen meteorologischen Konstellationen sein müssen, da wissen wir noch nicht so viel. Aber ich präsentiere Ihnen jetzt sozusagen die derzeit anerkannteste Erklärung, warum das so ist. Also, wir haben einmal vermehrten Pollenflug. Warme Aufwinde können diese Pollen dann rauftragen bis an die unterste Schicht der Wolken. Dort haben wir eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit, kurz vor einem Gewitter. Und in Kombination zwischen Luftfeuchtigkeit über Osmose und Elektrostatik, Blitze, kann es dazu kommen, dass diese Pollen bersten, Entschuldigung, und fragmentieren. Und das Problem ist, dann sind diese Partikel viel, viel, viel kleiner, als sie sonst wären. Das heißt, wenn die dann mit kühlen Abwinden wieder zu uns nach unten kommen, haben wir in Bodennähe eine ganz hohe Konzentration von ganz, ganz kleinen Fragmenten mit Allergenpotenzial. Wenn die dann auf einen Menschen treffen, der sensibilisiert ist und sonst vielleicht einfach nur ein bisschen rhinitische Probleme hat, gehen die aber viel tiefer in die Lungen hinein und lösen dort Asthmaanfälle aus. Wie das in der Maximalvariante ausschauen kann, kurzes Beispiel, das bekannteste Event war 2016 in Melbourne. Innerhalb von 30 Stunden hatten sie in den Notaufnahmen in Melbourne im Vergleich zum dem Durchschnitt der 3 Jahre davor zusätzliche 3.365 Patienten mit akuten Atemwegsproblemen. Plus von 672%. Spitalsaufnahmen, also Patienten, die aufgrund von Atemwegsbeschwerden aufgenommen werden mussten, plus 476. Gigantische plus 992%. 10 Patienten sind gestorben, wichtig, die waren nicht alt, die waren zwischen 19 und 56 Jahren. Das heißt, das ist was vor allem auch die junge Bevölkerung betrifft. Es wurden dann in Telefoninterviews die Patienten nachuntersucht. Nur 28% von den befragten 1453 Patienten hatten eine vordiagnostizierte allergisches Asthma. Das waren nicht viele und das Durchschnittsalter dieser Patienten war 32 Jahre. Letzter Faktor, will ich nur ganz kurz streifen, mentale Gesundheit. Ich glaube, das ist was wir sehr stark unterschätzen. Ich habe es versucht, so einzuteilen. Einerseits Auswirkungen auf die mentale Gesundheit dadurch, dass wir wissen, dass unglaublich viel durch den Klimawandel auf uns zukommt. Das heißt Stichwort Climate Anxiety, Eco-Anxiety, Angstreaktionen schlicht und einfach durch das, was daherkommen wird. Dann haben wir die Extremwetterereignisse selber, sei es jetzt Temperaturüberschwemmungen, Dürren. Dürren ist nochmal was Besonderes, weil die können sehr lange sein. Die Überflutung ist meistens so ein punkteller schneller schnelles Ereignis, das Stichwort posttraumatische Belastungsstörungen. Aber das, wo es dann wirklich von den Interaktionen extrem schwierig ist, sind die ganzen sekundären Folgen. Das heißt Einkommensverlust, Verlust von Ausbildung, Migration. Ich habe jetzt leider kein schönes Bild gefunden, das Cultural and Natural Heritage irgendwie nicht total westlich eingefärbt darstellt, deswegen habe ich es hingeschrieben. Und dazu haben wir ganz wenig Daten, wie das eigentlich durch den Klimawandel beeinflusst wird. Und vor allem muss man sich denken, wir haben ja alles auf einmal. Deswegen hat zum Beispiel der Lancet Countdown auch derzeit noch keinen Faktor, der mentale Gesundheitsauswirkungen monitiert, weil es methodisch einfach nicht geklärt ist, wie wir das machen sollen. So, kurze Studie. 10.000 Kinder und Jugendliche, 16 bis 25 Jahre, wurden in 10 Ländern befragt. 59% waren stark oder sehr stark bezüglich des Klimawandels besorgt. Und 45% von ihnen haben eingegeben, dass es ihre alltägliche Funktionstüchtigkeit beeinträchtigt. Nur so als Highlight, das war meine Studie zu Climate Anxiety. Das heißt, das sind ganz, ganz viele und ich glaube, wir unterschätzen das. So,
Graubereich, das waren jetzt alles Zahlen, was wir bisher wissen, nicht Projektionen in die Zukunft. Der Lancet Countdown hat jetzt gerade berechnet, wenn wir haben schon gehört, bei den knapp unter 2 Grad werden wir ja echt bald sein. Das ist momentan das Beste, worauf wir irgendwie hoffen können, aber wir sind echt schon bald dort. Die haben genau für dieses Szenario versucht, ihre Faktoren zu berechnen. Im Vergleich zu jetzt, pro Jahr ein Anstieg um 370% der hitzebezogenen Todesfälle. Fast 525 Millionen Menschen, die zusätzlich an an schwerer oder moderater Ernährungsunsicherheit durch Hitzewellen leiden werden. Die nicht-kollaborativen Bewohner werden sich wohlfühlen an zusätzlichen Küstenabschnitten von ungefähr 17-25%. Und Dengue haben wir vorher schon geredet, nur Stichwort, deswegen so schwer wegen dem hämorrhagischen Fieber, das es verursachen kann. Das Transmissionspotenzial wird auch deutlich zunehmen, um 36-37%. Aber, wie der Lancet Countdown selber sagt, es könnten auch sehr konservative Berechnungen sein, weil es gibt unglaublich viel, was wir nicht wissen, nicht lineare Verbindungen, Tipping Points. Also vielleicht schaut es auch noch ganz anders aus. Und in diesem Graubereich möchte ich jetzt weiterleiten an meinen Kollegen, den Dr. Heinz Futzig, der jetzt aus meinem Schwarz-Weiß-Grau-Szenario in alle Farben überspringen wird und ein paar praxisnahe Szenarien, wie es bei uns ausschauen könnte, in Zukunft schildern wird. Danke, Johanna. Einen schönen Vormittag. Ich darf jetzt wirklich ein paar bunte Bilder zeigen, von denen ich hoffe, dass viele nicht eintreten werden. Aber wir sollten natürlich mit dem Worst Case rechnen, um dann zu sagen, na, es hat uns eh nicht so schlimm getroffen, hoffentlich. Und gute Vorbereitung ist da alles. Wenn Sie zum Beispiel eine extreme Hitzephase haben, dann müssen sich die meisten ausrasten und manche rasten aus. Ja. Wir haben aber nicht die Coolness sozusagen, um in Ruhe einen kühlen Kopf zu bewahren und zu handeln, sondern das muss vorbereitet sein. Der HDI, den kennen viele eigentlich, den Human Development Index, und da die Staaten mit einem sehr hohen Score ganz rechts, sehen Sie, dass die ganz gut vorbereitet sind. Das ist immer die Frage to Health Emergencies. Was sind Health Emergencies? Also in Innsbruck war gerade eine mit natürlich Seilbahn-Evakuierung und großes Feuer und Flugzeugabsturz und solche Dinge. Aber ist die Frage, haben wir die Hitze zum Beispiel trainiert oder Blackout? Ich habe in Wien ein großes Trauma-Institut gefragt, die gesagt haben, bei Blackout fahren sie ihre Ambulanz auf ein Minimum herunter, und wir wissen aber, die Ambulanzfrequenz ist 2,5-fach. Nicht? Schon der Appell an alle Niedergelassenen, bitte zur Not mit der Taschenlampe Patienten behandeln, weil wir eine Überlastung aller Spitzen- und Noteinrichtungen absolut verhindern müssen. Ja, die Tirol-Kliniken haben ein perfektes System für Extremhitze, aber das, was nicht da ist, ist in der Basis, in Bozen weiß jedes Kind, wo ist die nächste Cooling Zone. In Innsbruck weiß das niemand, ja, weil sie es auch noch nicht definiert haben zum Teil. Diese Folie will ich überspringen. Sie sehen nur, natürlich ist äquatorial die größte Hitze so zu erwarten, aber dort, wo eben Hitze mit Feuchtigkeit zusammentrifft und besonders viele Menschen drin, das ist der südostasiatische Raum, wird das besonders dramatisch werden. Hier in Österreich könnten wir eben, weil wir überproportional betroffen sein, bis zu 5 Grad Erwärmung landen. Auch das will ich übergehen. Man kann natürlich auch versuchen, positiv zu reden. Wir waren schon mal auf diesem 4-Grad-Pfad, wenn Herr Huppmann mir nicht widerspricht, ja, und wir sind jetzt auf dem 3-Grad. Dann sagen die Leute, fallen mir fast in den Arm und sagen, ja super, dass endlich jemand was Positives sagt, dass es schon mal schlechter ausgesehen hat. Ja, unsere Infrastrukturen sind dann bereit, wenn sie immer das Modernste haben oder wenn sie in Döbling sich die PV und das Elektroauto installieren. Aber wenn Sie irgendwelche Regionalzüge brauchen, die bei 39 Grad Außentemperatur dann mit offenen Fenstern den Fahrgastraum gerade noch 39,6 zusammenbringen, dann sind Sie froh, dass es eine Totmannschaltung gibt, weil im Führerstand ist der Lokführer 48,2 Grad exponiert. Und wenn der umfällt, bleibt Gott sei Dank der Zug stehen. Das weiß ich nicht, ob das in allen Ländern der Welt so ist. Die Wirtschaft reagiert natürlich und bietet uns an, solche Kühlschränke mit integrierter Kaltwasserbereitung, weil sich auch der Boden schon erwärmt und viele Stadtwerke das Problem haben, kühles Trinkwasser zu liefern. Das ist dann die Reaktion, die wir eigentlich nicht wollen, weil er braucht 5-mal mehr Strom als ein normaler Kühlschrank.
Kategorie F, dafür haben sie diese 1000 Euro wahrscheinlich in ein paar Jahren an zusätzlichen Stromkosten auch ausgegeben. Ja, ich bringe es an einem Beispiel. Aufgrund der Zeitnot kann ich jetzt nur Innsbruck herausgreifen. Die Hitze gefährdet diese Stadt Österreichs. Wir haben eine Erwärmung seit 1980 von sage und schreibe 4 Grad im Juni. Und warum ist der Juni so ein besonders gefährlicher Monat? Weil wir eine nördliche Breite haben, die ich Ihnen gleich zeigen werde. Und da scheint im Juni 16 Stunden die Sonne vom Himmel. Das ist dann ein stehendes Hoch, das besonders gefährlich ist. Hier sehen Sie, Innsbruck wird wahrscheinlich 2070 im Schnitt 2 Wochen über 40 Grad haben und 70 Tage über 30. Wir hatten 2003 44 Tage über 30 Grad, waren Rekordhalter in Österreich. Warum? Weil es ein sehr trockenes Jahr war. Also das, was normalerweise das Gebirge an Feuchtigkeit hochzieht, dann gibt es ein Abendgewitter und die Nacht ist schön kühl und es heizt sich nur um 20 Grad auf. Also auch das muss der Organismus aushalten. Also wir haben Tage, da geht man um 10 Uhr bei 10 Grad außer Haus und kommt bei 30 Grad zurück. Nicht? Das ist ja auch also für jemanden, der kreislaufmäßig nicht toll ist, eine negative Sache. Und der größte rosa Fleck, den Sie hier sehen, ist links, also die größte Hitzeinsel, das ist die Klinik Innsbruck. Ja. Und die hat zum Beispiel schon Pläne, wie sie, wenn die Ambulanz voll ist, außen abschatten, damit die Leute nicht in der Sonne stehen. Ja. Und ich bin am Weg hierher an einem Dachbodenausbau vorbeigekommen, sicher eine wunderschöne Sache in der Spitalgasse, aber das Dach ist schwarz. Ja. Und wenn die 200 Quadratmeter Ding haben, dann sind das mehrere hunderttausend Kilowattstunden Hitze, die da pro Jahr produziert werden. Also bevor wir begrünen, müssen wir die Städte eigentlich weiß machen. Das ist, was man sagen, alles ins Weltall zurück an Strahlung, was geht. Und erst dann, sozusagen mit Begrünung, das ist ja Verdunstungskälte. Ja. Das heißt, die Pflanze verdunstet was. Es wird zwar kälter, aber die Feuchtigkeit steigt. Und für den Menschen ist 29 Grad 65% ganz gleich wie 32 Grad 40%. Also das müssen wir immer beachten. Auch bei stehenden Gewässern bin ich nicht so ganz der große Fan, weil das 94% der Sonneneinstrahlung in Wärme umwandelt. Da sehen Sie das mit diesen nördlichen sozusagen Breite, wo die Sonne 16 Stunden am Tag scheint. Das war vor 2 Jahren in Lytton in Kanada. Da hat es fast 50 Grad bekommen, weil eben dieses Treiben des Jetstreams, auch da mögen mich die Meteorologen im Raum vielleicht ein bisschen korrigieren, aber normal hätte es am Äquator 100 Grad mehr als an den Polen, wenn wir nicht Stürme und vor allem natürlich die Meeresströme hätten. Der Golfstrom hat allein die Energie von 80.000 Atomkraftwerken. Und weil es jetzt im Norden stärker warm wird als am Äquator, nimmt das ab, wird das verändert und es kommen mehr stehende Wetterlagen. In meiner Kindheit hat in Österreich noch jeden dritten Tag das Wetter gewechselt. Es regnet 2-3 Tage und dann hat es wieder 3 Tage Sonne und so weiter. Natürlich auch nicht stabil, aber jetzt gibt es eben viel mehr stabile Phasen, wo das Wetter stehen bleibt. Und dieses Lytton hat die gleiche geografische Breite wie Frankfurt. Der deutsche Wetterdienst hat das simuliert. Kann ein Heatdome auch in Deutschland passieren? Die sagen ja. Die Fläche von 80.000 Quadratkilometern, also so gut wie Österreich ungefähr, und 20 Millionen betroffene Leute, und wenn jetzt jeder fünfte Hitze vulnerabel ist, ja, das heißt über 75 Jahre, 10% der Österreicher sind nierenkrank und, dann wissen Sie, mit welcher Herausforderung wir konfrontiert sein werden. Da sehen Sie zum Beispiel so einen Entscheidungskatalog, Hitzschlag oder vielleicht auch nur ein Hitzekollaps. Müssen verhindern, dass alle Menschen, die nur einen Kollaps haben, einen Rettungsdienst rufen. Nicht? Dann haben sie in Wien innerhalb von 2 Stunden 7000 Rettungseinsätze. Das ist nicht zu handhaben. Also es müssen alle Ersthelfer diese Unterscheidung treffen können und natürlich auch die Ärzteschaft und alle anderen, die hier mitwirken. Das ist ein interdisziplinäres Thema, vorbereitet werden. Nächstes Thema Waldbrand. Da sehen Sie, dass von 4 Hochrisikozonen in Österreich 3 in Tirol bzw. Oberkärnten sind. Das ist eben, wenn es einmal sehr länger trocken ist, natürlich steile Südhänge, die teilweise eh schon von Kiefern bewachsen sind. Und dann ist die Frage sozusagen, haben wir das im Griff? Das wird stark auf die Meteorologie ankommen. Sie sehen hier Wetterwarnungen, da gibt es auch einen eigenen Waldbrandindex auf der ZAMG und der Geosphere. Und das sind halt die Folgen. Ja, ich habe natürlich akut Rauch, da sind die COPD-Patienten besonders betroffen und die Asthma-Patienten. In British Columbia hat man Salbutamol vorrätig. Ja, ich weiß nicht, ob das bei uns die richtige Sache ist und ob das auch die mit möglichst wenig Treibhauswirkung ist. Sozusagen beim Asthma-Spray ist das ja ein Riesenthema.
Das wäre vielleicht auch etwas zur Vorbereitung von Thunderstorm-Asthma. Ich hatte das nach 40 Jahren Heuschnupfen das letzte Jahr in Innsbruck auch selbst erlebt, aber ein extremes Gewitter mitten in der Gräserbollen-Situation. Es kann natürlich Hitzeverbrennungen geben, natürlich auch sehr stark das Einsatzpersonal beim Waldbrand, die Feuerwehr, aber auch das ganze Gesundheitspersonal bei der Hitze, wo massiv darauf geschaut werden muss, dass wir funktionieren. Und natürlich diese psychischen Folgen, die Johanna Schauerberg gerade angesprochen hat. Da geht es ganz einfache Dinge, wo wir Community Preparedness machen müssen, dass man sagt, wenn das Waldbrand ist und du dich in dein Haus zurückziehen musst. Ich habe hier ein Messgerät mit, das hat in Kalifornien jeder Bürgermeister. Das ist da oben grün, Gott sei Dank. Wir haben 11 Mikrogramm PM2,5 pro Kubikmeter Feinstaub. Ab 50 müssen sie drinnen bleiben sozusagen oder Sport aufgeben. Das war auch ein spannendes Interview von einer Lungenärztin im kanadischen Abendfernsehen, so ungefähr wie Armin Wolf. Und der sagt, ja, Frau Doktor, wie lange ist jetzt Sport im Freien verboten sozusagen? Und sie sagt, naja, mindestens die nächsten Wochen, wenn nicht Monate. Ja? Und dem ist also das Gesicht, hat gesagt, das gibt's doch nicht. Sagt, naja, wenn Sie Ihre Gesundheit schaden wollen, dann sollen Sie den nächsten Monat bitte keinen Sport im Freien betreiben. Ja? Also das ist Wahnsinn, was sich hier abspielt. Und wie wir schauen müssen, wie das zu regeln ist. Ja, es kann natürlich auch mangelnde Erreichbarkeit von Patientinnen geben und vieles andere mehr. Chronisch, wenn der Schutzwald fehlt, in Österreich ein Riesenthema. Und wenn Sie immer wieder von Waldbrandabgasen betroffen sind, dann haben Sie auch ein erhöhtes Lungenkrebsrisiko, Gefährdungsstufe 4, das bitte muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Über hunderte Meter zum Beispiel gibt es Sekundärbrände. Ja. Also das ist nicht so, dass man sagt, den kann man eingrenzen, sondern da fliegen die Funken und 200 Meter vor dem eigentlichen Waldbrand entsteht schon wieder der nächste. Ja, stellen Sie sich das Bild rechts vor, zum Beispiel zwischen Imst und Telfs, wo oben das Mirminger Plateau ist oder das Seefeld und so weiter und so, eine Rauchwolke kommt da hinauf. Das hier sind die Zahlen aus New York. Ja, Sie wissen alle dieses Bild gesehen, wo das so gelbe Luft hat. Ja, da sind auch um 50% mehr Leute behandlungsbedürftig gewesen im Schnitt als sozusagen an normalen Tagen und das, weil das hunderte, wenn nicht tausende Kilometer weit entfernt war. Da sehen Sie diese Risikoskala, One Hour PM2,5, also links ab wann dann eben sozusagen Sie hinein sollen oder auch bis natürlich Gefährdete auch evakuiert werden müssen oder letztlich dann alle und auch die Hauskatze mit. Ja. Und das ist die EPA, die amerikanische Umweltbehörde, die sagt, du sollst einen Clean Room in jedem Haus machen oder in jeder Wohnung, wo du halt Ernährung und Wasser und Abwasser und möglichst noch einen Filter basteln. Ja, hier filtert die Air with a portable air cleaner. Na, das freut natürlich Firmen wie Dyson oder andere, dass sie sowas verkaufen. Ja. Und dann gibt es noch eine Bastelanleitung von der EPA, wie man selber einen Feinstaubfilter für seine Wohnung bastelt. Behalten Sie lieber die FFP2-Masken und schmeißen Sie nicht weg. Das Ablaufdatum stimmt nicht, also die halten schon noch viel länger. Und ich habe es versucht, mit meinem Staubsauger 6 Räucherstäbchen abgebrannt und einmal auf über 200 ppm hinaufgetrieben, nicht ppm, auf 200 Mikrogramm. Und mit dem Staubsauger tut sich was. Ja, das ist ein HEPA-Filter mit einem starken Ventilator. Aber in der Bastelanleitung ist so ein handelsüblicher Ventilator, der hat nicht die Kraft, die Luft durch einen HEPA-Filter durchzuziehen. Also Sie sehen, mit welcher Basis wir konfrontiert sind, wo wir noch viel zu wenig Wissenschaftsdiskussion auch haben. Vielleicht sind all diese Dinge auch eine Chance, eben sozusagen Gesundheits- und Klimakompetenz oder Literacy hinauszubringen. Ja, weil da wird dann wirklich plötzlich sind die Medien voll und die Bilder und so weiter und dann haben wir die Chance vielleicht hier zu sagen und übrigens sollten wir auch alles tun, dass das nicht noch häufiger vorkommt. Ja, da sehen Sie, erkläre ich jetzt natürlich nicht, wie diese Partikelsachen sich auf die Herzsachen auswirken. Es gibt eine sehr, sehr starke Zunahme natürlich von medizinischen Publikationen zum Thema Wildfire und natürlich die Kosten sind auch horrend. Ja, das ist schon wieder überholt. Ja, natürlich auch Hochwasser ein Riesenthema. Wir haben gerade von Daniel Hubmann gehört, dass das Jahrhunderthochwasser bald alle 5 Jahre kommt. Und das ist zum Beispiel die Karte für Innsbruck. Da, wo das 100-Jährige einen Meter hoch steht, ist es dunkelblau und das hellblaue ist nur ein halber Meter. Ja, also da
haben Sie die Möglichkeit für sich selber, Ihre Adresse, jede Adresse Österreichs können Sie bei horagv.at eingeben und dann bekommen Sie einen Gebäudepass wie Hochwasser, Hagel, Erdbeben, Hangrutschungen und solche Dinge. Hitze ist nicht dabei. Vielleicht diskutieren Sie es mit Ihrem Versicherungsvertreter dann oder besser nicht, ja, ich weiß es nicht. Ja, und das ganz speziell natürlich unsere Branchen, die ganzen Gesundheitsberufe, wenn wir auch noch Schutzkleidung antragen müssen, dann geht's wild zu. Also auch gerade diese psychosozialen oder körperlichen Effekte wie Erschöpfung, Müdigkeit, Unzufriedenheit und Gereiztheit bei Hitze 75% mehr. Also das ist schon etwas, wo man sagt, wie können wir uns vorbereiten darauf? Haben wir Kühlwesten für die Sanitäter und anderes mehr? Ein Aspekt auch noch, wenn das Kühlwasser Mangel hat, also wenn Sie eine lange Dürre haben und die Kohlekraftwerke in Deutschland zum Beispiel nicht leisten können. Kohle ist hier braun, unten ist Atom, das gibt es jetzt nicht mehr, das war eh nicht der große Beitrag für Deutschland. Dann sehen Sie, türkis ist Wind. Deutschland schafft heuer wahrscheinlich 60% aus Wind und Sonne den Strom zu bekommen, das ist extrem positiv. Aber Sie sehen beim ersten orangenen Sonnenfleck sozusagen, der ist um 19.30 Uhr fertig. Ja. Und dann ist die Kühllast immer noch sehr hoch, weil der Abend ist heiß, hat über 30 Grad. Und es gibt schon normal eine Abendspitze. Und da hat die New York Times geschrieben, a new deadly risk for cities in summer power failure during heat waves. Ja. Also das gehe ich auch nicht im Detail ein, da gibt es natürlich Kofaktoren. Ganz, ganz wichtig ist, dass niemand mit dem Auto versucht, jemanden abzuholen, wenn alle Ampeln ausgefallen sind, aber auch, dass zum Beispiel Aufzüge sehr schnell evakuiert werden können, weil innerhalb von 2 Stunden kriegt es ja 65 Grad drinnen. Ja. Und wenn niemand antwortet, können Sie nicht annehmen, dass der Aufzug leer ist. Also wenn Sie die Leute nicht haben, die Ausbildung dauert eine halbe Stunde zum Aufzugswärter, kann ich nur jedem nahelegen. Ja. Das ist, vielleicht wird da eh noch im Lebensmittelbereich drauf eingegangen, das dürregefährdetste Land der Welt ist die Ukraine. Der Asow-Staudamm ist schon gesprengt. Es ist jetzt die Frage, ob der weiter unterliegende, der jetzt dieses Überschwemmungsgebiet, wo die Ukrainer über den Dnipro setzen konnten, von den Russen auch noch gesprengt wird aus militärischen Gründen. Dann haben sie überhaupt keine Möglichkeit, mit Bewässerung einer Dürre entgegenzuwirken. Also das ist sozusagen charakteristisch fürs Haus oder auch für die Ärzteschaft, ja. Wir sind einsatzgetrieben, Menschenleben retten, mit chronischen Erkrankungen kommen wir schon schwerer zurecht. Und dieses Büchlein haben wir an alle Ärzte geschickt von der Ärztekammer. Eine Rückmeldung kam, ich hoffe, Sie haben es noch alle zu Hause. Und eines Tag war hier im Haus die Bude voll und weitere 1000 Ärzte waren draußen auf der Straße. Das war nämlich nach Tschernobyl und da war eine Information für Ärzte, was sie ihren Patienten weitergeben können. Ja. Also so Sensationsthemen können dann plötzlich doch sehr, sehr viel Interesse nach sich ziehen. Ja, ein Schlussbild, das ist natürlich nur symbolisch. Wenn wir uns nur auf unsere Klinik oder auf unser Haus konzentrieren und nicht schauen, was außenrum passiert, dann können wir plötzlich mit sehr unangenehmen Dingen konfrontiert sein. Ja, und das ist die Frage, können wir Strategien setzen, dass wir in Zukunft Behandlungspflicht ersparen, dass wir erst gar nicht zum Zug kommen müssen? Können wir dort, wo wir zum Zug kommen, auch mit dem Zug oder natürlich auch mit einem Rettungsauto überhaupt hin? Sind wir arbeitsfähig in diesem Sinn? Haben wir die Notfalleinrichtungen? Haben wir genug Ringerlösung, wenn 500 kollabierte, Bewusstlose mit Überhitzung eine Ringerlösung brauchen? So banale Dinge ist die Frage, geht uns das aus oder haben wir genug davon? Ja? Und die vorsorgende Kommunikation ist, glaube ich, sowas etwas, was wir uns genau jetzt überlegen können, weil jetzt haben wir die Ruhe und die Kühle und dafür wünsche ich uns den kühlen Kopf. Danke. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Wenn nicht aus dem Publikum, vielleicht aus dem Chat. Es wird ja jetzt die Atomkraft so aus dem Hut gezaubert als das Allheilmittel für alles, was jetzt kommen wird. Was heißt eigentlich das, wenn Dürreperioden sind für die Kühlung von Atomkraftwerken? Wie lang können wir die dann kühlen, wenn kein Wasser mehr da ist? Atomkraftwerke kann man nicht von heute auf morgen runterschalten, aber ja, man kann sie langsam runterfahren, was ich weiß. Ja. Ja. Und dementsprechend sollte da
nichts sein. Aber es ist immer die Frage, wie viele Faktoren kommen noch dazu, nicht, wenn das in Kriegsgebieten ist und so. Ja, in der Ukraine zum Beispiel. Ja, eben. Ja. Das. Also das, ungefährlich ist das nicht, oder? Traue ich mich nicht zu beantworten. Vielen Dank. Ja, hier noch eine Frage. Ein paar Bemerkungen zu all diesen Dingen. Wenn wir anschauen, 10 Milliarden Menschen, jeder 100 Kilo ist ein Kubikkilometer Bio. Also wenn man jetzt so eine Erdkarte nimmt, wie wenig Menschen können wie viel zerstören? Sehr interessant, eins. Zweitens, jeder weiß aus der Medizin, Hospitalismus, dass Monokultur, Sterilisation die gefährlichsten Keime erzeugt. Das Gleiche in der, auf der Welt, wenn wir die soziale, wirtschaftliche Monokultur führt zum Tod der Kultur. Nicht, also, und das Ganze fängt eigentlich vom Kopf, also der Fisch fängt vom Kopf an zu stinken, sprich, wenn die Steuergesetzgebungen Qualität, lang, also praktisch nachhaltige Produkte um ein Vielfaches höher besteuern, bleibt denn also den einzelnen Ökonomen, den 0815 Ökonomen nichts anderes übrig, als das Geschäft mit Müll zu machen, also abzuscalen. Und ich meine, diese Punkte kommen nirgends zur Geltung, nicht? Jeder weiß, wenn er etwas von der Steuer absetzen will, er kann Qualität nicht absetzen. Warum nicht? Weil das Privatvergnügen ist. Er muss, gebrauchte Sachen kann er auch nicht absetzen. Er kann nur Müll neu absetzen. Und deshalb haben wir die Situation. Keine weitere Frage ganz, gibt. Eine Frage nehmen wir noch. Ganz kurz dazu, wir haben sowohl beim EAG, aber auch bei der ökosozialen Steuerreform von der Ärztekammerseite massiv Stellung genommen, dass das gut ist, aber unbedingt auch die Gesundheitsaspekte dazu berechnet werden müssen, also ökosozial vitale Steuerreform, dann kann man es auch leichter kommunizieren. Von mir aus kann man kein Klimahandel sein, aber für Gesundheitsschädigung ist wahrscheinlich niemand bereit, offen sich zu äußern. Ich wollte zu der weil mich die Insekten also fasziniert haben. Es gibt ja jetzt Überlegungen, sozusagen die Landwirtschaft zu bauen. Mittlerweile werden resistente Olivenbäume sozusagen angebaut. Es gibt diese Überlegungen, in die Landwirtschaft umzustellen. Gibt es da Überlegungen, wie man die Insektenplage sozusagen, also ohne DDT etc. Ne? Danke. Ich bin nicht aus der Landwirtschaft, deswegen kann ich es jetzt leider nicht unmittelbar beantworten, ob es was anderes gibt als das. Das, was es schon gibt, ist, dass man zum Beispiel, es gibt immer wieder Aufrufe, man möge doch zum Beispiel im eigenen Garten handeln, heißt, lassen Sie kein Wasser offen stehen. Das gibt es auch bei uns, also das sind schon so ganz banale Sachen. Fangen Sie vor der eigenen Haustür an. Weil wenn sie den Moskitos überhaupt keine Gelegenheit geben, dass sie Brutstätten haben, dann können sie sich auch nicht entwickeln. Es ist wahnsinnig also, schwierig, ja? Entschuldigung, also Maikäfer und so Läusen, aber schauen Sie sich zum Beispiel an die Borkenkäfer, oder wir sagen, wir haben Pheromonfallen und damit sollte man Borkenkäfer in den Griff kriegen und in Osttirol, in Südtirol zum Beispiel, die Wälder brechen großflächig nieder, ja? Weil es auch mit dem nicht in den Griff zu kriegen ist. Es ist so ein komplexes Phänomen. Es gibt auch Ansätze zum Beispiel, dass man die Moskitos verändert, dass sie sich nicht, also dass man zum Beispiel nicht besamungsfähige Männchen aussetzt und versucht das so zu kontrollieren. Aber es ist einfach unglaublich komplex. Also das Problem ist schlicht und einfach, wir haben nicht einen Schalter und das löst das Problem. Gut, vielen Dank. Wir sind zeitlich ein bisschen im Verzug. Ich würde sagen, wir machen jetzt eine Pause. Vielleicht hat man dann noch die Zeit, gelegentlich Fragen zu stellen, wenn man auf jemanden trifft. Darf ich noch die Frage stellen? Wenn es eine sehr kurze Frage ist und eine sehr kurze Antwort, dann genau. Okay. Ja, mein Name ist Dretter und ich habe nur die Frage an die Frau Schauerberg, Stichwort Jugendliche und Ängste.
Ist da nicht ein Problem für die Wissenschaftskommunikation gegeben, dass sie einerseits Besorgnisse auslösen will bei der Bevölkerung, andererseits aber bei einer bestimmten Klientel, die vielleicht nicht so umgehen kann, wie Herr Fuchsig das jetzt schön geschildert hat, Ängste auslöst bis zu fast paranoider Dönung? Und die Frage ist, gibt es hier wirklich auch eine selbstkritische Wissenschaftsreflexion, wie sie kommuniziert, die Dosis der kommunizierten Angst? Also die Sache ist ja, Angst selber ist ja jetzt einmal nicht per se pathologisch, sondern Angst ist eine natürliche Reaktion davor, dass eine Gefahr daherkommt. Deswegen ist auch Climate Anxiety per se jetzt nicht als Pathologie zu werten, sondern eigentlich auf eine gesunde Reaktion auf das, was daherkommt. Man kann natürlich so sehen, wie man kommuniziert, und ich glaube, es ist immer sehr wichtig, Handlungsoptionen aufzuzeigen. Wenn man nur in die Richtung, also wenn man nur Angst schürt, dann gibt es Studien dazu, aber fix kann man, das sind wir auch wieder im Graubereich, kann man es jetzt nicht sagen, dass zu viel Angst eigentlich lähmt in der Handlung. Aber trotzdem ist es so, herunterspielen können wir das Ganze nicht, dafür ist das Problem zu groß, aber das ist mehr eine persönliche Meinung. Ganz, ganz kurz dazu vielleicht, wir müssen immer die Lösung mit auch transportieren, dass wir sagen, es sind natürlich viele Lösungen notwendig, aber ohne Mut und Hoffnung verlasse ich keinen Klimavortrag zu machen, und deswegen werden ja die Lösungen so stark angegriffen mit Fake News und so weiter, wo sie sagen, was über Windräder erzählt wird, was über Großphotovoltaik, was über Elektroautos erzählt wird, das ist massivst. In UK hat die Gasindustrie 75 Millionen Euro gezahlt, damit die Wärmepumpen schlecht gemacht werden, ja, weil das eigentlich die Lösung ist in dem Bereich. Ja. Das tut sich sehr viel. Vielen lieben Dank. Dann machen wir jetzt eine kurze Toilettenpause und sehen uns bitte um 10.50 Uhr wieder. Dankeschön.